So, da sind wir auch aus der Pause schon wieder zurück. Die Pause hat nur 3 Minuten gedauert und machen an dieser Stelle natürlich jetzt erstmal weiter. Was auch immer das für ein Gegenstand ist. So, ich spiele den einen, okay. Ja, mit Barfuß auf frostigen Planken laufen. Ich glaube, hier ist auch die Stelle, die ich glaube ich im zweiten gesagt habe, mit schreckhaft. Boah, wo man sich erschrecken würde. Ja! Das wird noch später unser Freund werden. Die kleine Hans. Sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Haare zu Berge. Pourquoi on se tire pas d'ici? Je préférerais être n'importe où d'ici. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Ferme là. Continue. Was zum Teufel wollen diese Idioten von uns? Wie Schleim. Was war das? Oh Scheiße! Es war nur eine Ratte. Meine Güte. Jo, achso, danke schön. Olsen, ja, die Porte ist hier. Okay, ihr alle in den Raum. Genau, als wenn das Ding noch funktionieren würde. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff.
Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei, Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Wir müssen zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Arschlöcher wissen genau, was sie tun. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber... Ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also... Ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Hat SS und Links. Warum das wohl abgerissen wurde. Ein Fluffy. So, dann haben wir hier noch was. Was glaubst du, war dieses was? Schiff? Wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stand da was im Kleingedruckten? Gibt das eine Rechnung mit Einzelposten für alle? Klasse! Von allen möglichen Orten starb ich. Führung 750 pro Kopf. Extrazahl 350 pro Stunde. Alex, ich habe echt Angst. Darauf komme ich noch zurück. Immerhin recht. Echt unheimlich. Jetzt schon. Was? Nee, hier ist noch was. Hey, guck, was ich gefunden habe. Wieso blinkt das Bild da hinten noch? Unten rechts sieht das aus, als wenn da so ein komisches Gesicht ist. So leicht ein Auge und ein paar Zähne mit dem Mundwinkel unten rechts. Guck mir erst die Tür an. Je sais pas, cet endroit.
froid et bizarre. Olson, on devait seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui... Ja, wir kommen noch in den Brötchen, kein Problem. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey, hierher. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wow, 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 wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Versperren oder ablenken? Hey! Ja, ihr! Long John Silver und so! Was macht ihr denn da draußen? Achterstücke und eine Pulle voll rum! Die einbeinigen Hackfressen! Ja, ja, ihr! Ich reiß euch die Piratenkammerei von den Schultern und zerstampf sie zu Regenbogen, Alter! Ich warne euch! Ich bin Amerikaner! Wollt ihr, dass mein Präsident euch jagt? Das hört er nämlich! Euch alle! Persönlich! Hey! Kannst du mich hören? Ich rede mit dir! Hallo! Beeilung! Wo sind wir bloß hingelaufen? Sind wir nun sicher? Sei still. Wir müssen jetzt weiter. Ja. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Ich kann Räume betreten. Bitte nicht, ich will da nicht reingucken. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Yeah. Oha. Ich soll da reingreifen? Das war vorhersehbar, Gott sei Dank. Aber die Schnelle, die ich meinte, die kommt später in irgendeinen Raum. So, dann ist uns aber nichts. Wir haben wahrscheinlich irgendwas Witziges liegen würde. Und ich verstehe nicht, warum an manchen Punkten der Punkt immer mehrmals da ist. Weil im Endeffekt kann ich ja hier nichts machen. Ich will da oben lang. Moment. Schau dir nicht gerade eine Krankenschwester? Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Ah, geht das schon gut los, wenn wir schon oben. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Krankenschwesterschiff. Das Zeug ist noch hier. Was stimmt hier nicht? Wo ist der Sie sind hier Pfeil? Wollte ich auch gerade sagen. Wie gesagt, ich bin aber schon gerade eine Krankenschwester. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Ernsthaft.
über wo eine Krankenschwester ist, denke ich, das ist Silent Hill. Kann ich jetzt da lang oder muss ich jetzt links lang? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss. Nee, ich gehe da auch nicht lang. Ich gehe jetzt mit da, ist da, wo Licht ist. Okay, hier ist anscheinend nichts. Letzte Toilettenschüssel war ja so klar. Komm, den Jumpscare kennt jeder. Horrorgames und Scheißhäuser. Da sage ich doch gleich mal, da kommt die Ratte aus dem Scheißhaus oder irgendwas passiert hier gleich. Naja, dann nicht. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Was zum Teufel ist mit Brad? Meinst du, er ist noch auf der Duke? Ich weiß so viel wie du. Hörst du das? Hätte dieses schreckliche Geräusch, meinst du? Nein, habe ich nicht gehört. Na klar hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das. Klar. Sind wir jetzt hier beisammen oder was? Ja, Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Panik. Ich musste kurz auf Scheiß aus. Ich beschütze. Ja, genau, sagen sie alle, dann sind alle tot. Bei Antildon habe ich auch nicht alle Leben rausgekriegt, glaube ich. Oh, das ist gut. Ich frage mich, wo die alle sind. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Was haben wir denn hier? Ein Minischädel einer. Was ist das? Ratte? Maus? Das ist eine Ratte, glaube ich. Könnte aber auch eine Maus sein. Maus oder Ratte, eins von beiden. So. Ja. Gib mir ein Buch. Muss irgendwie noch drin. Und wir sehen. Er kann damit nichts anfangen. Achso. Samstag, der 12. 12. was, es wäre noch schon das Jahr dabei ist. Auch wenn da steht, Nacht 2WK, also nach Zweiten Weltkrieg. Freiheit 13. Jetzt ganz Freiheit 13. Oha. Ja. Ich muss ernsthaft die Dinger durchlesen. So, er kann nicht weiter. Gibt es noch einen Tag davor? Nee, gut. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich die Texte nicht durchlesen werde. Jungs, wartet doch mal auf mich hier. Dann war es keine kleine Schwestern, was irgendeine. Die in den 50er, 60er Jahren so angezogen war. Das nehme ich vom ersten Mal von der Krankenschwester. Wo kommst du denn her? Ah, ich habe einen Pizza gefunden. Jo, mit dem Gesicht an die Tür klatschen. Fuck ja. Jo, jetzt will ich den Gegner mit dem Kopf an die Tür klatschen. Hallo? Achso. Na, ich glaube, wieder ruckelt das Spiel nochmal. Bisschen. Aber müsst ihr bedenken, jetzt ist das Spiel jetzt gerade 2 Tage raus. Und ich glaube, da unten bewegt sich was. Ich würde kurz sagen, muss aber das Licht aus. Ja.
das ist unser Willkommensgedöns. Seht mal. Da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Auf ein Auge blind. Ja. Das ist immer schlecht und scheiße, wenn man auf ein Auge blind ist. Und in so einem großen Raum ist. Siehst du nur die Hälfte? Wir müssen aufpassen. Vielleicht eine Falle. Wir müssen die Chance nutzen. Okay. Schön aufpassen. Alter, das wird laut. Das wird laut. Ey, der Sprung sah höher aus, als für die aufgeprallt ist. Heiliger Mist. Bist du denn? Achso, gehört zu denen. Alter, die schleicht dich ran, ich breche ihnen das Genick und gut ist. Komm her! Verdammt, wir haben Bliss, die Scheißfresse! Wo sind die anderen? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Lassen. Ich frage mich, wie sie die Laterne anmachen will, wenn die Alte das Feuerzeug hat. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Oh, es klappt, Mensch. Ich weiß aber nicht, ob es damals das hier war, was ich jetzt gerade spiele, was Kronk war irgendwie mal, was Kronk, ich glaube, war Kronk vor ein, zwei Jahren mal getestet hatte, wo ihn auch irgendwie denn so ähnlich war und dann irgendwie aus dunklen Räumen und er hat ihn was angeguckt oder sind, sag ich mal, irgendwo lang gegangen und da stand auf einmal irgendwas. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dieses Spiel damals war, was er gemacht hat. Könnt mir in die Kommentare schreiben. Ob sie gespielt damals war, was hat damals irgendwie, keine Ahnung, so eine Demo angespielt hat oder sowas. Oder ob ich das vielleicht mit Until Dawn verwechsel. Was Kronk ja auch gemacht hat. Aber ich bin der Meinung, das war ein anderes Spiel, nicht Until Dawn, wo so eine ähnliche Szenario und Szene passiert ist. Nein. Ich glaube nicht. Alter, das ist eine Küche. Waren wir schon, Alex? Nein, waren wir nicht. Komm schon, Leute, wir müssen weiter. Ich wüsste, ob wir schon mal... Was? Ich hätte es gemerkt, wenn wir schon mal in der Küche wären. Moment, war das... Nee, das war nicht dabei. Scheiße. Oh Gott. Danke, Alex? Nicht... Was ist denn? Das war eine herrliche Ratte. Sieh doch mal selbst. Wow. Ja, leider nur ein bisschen Fleisch. Nicht mehr das Beste, aber wahrscheinlich immer noch essbar. Okay, was ist das denn hier? Wieso hat der schon wieder Schuhe an? Wir müssen hier wohl durch. Ja, warum haben die es allgemein? Nee, sie hat keine Schuhe an, nur er hat Schuhe an. Okay, ich wollte schon sagen. Warum er Schuhe anhat auf... Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich mein... Was denn? Da sind doch noch bestimmt Ratten oder Mäuse. Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Haha.
Also, da ist ja schon mehr große Fakten drin als hier bei Until Dawn. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool. Frauen, wenn sie hysterisch werden, ne? Die denken, wir waren schon überall. Okay, nein. Da mache ich nicht mit. Was? Ach ja, der Lagerung. Aus der ersten Folge mit den vier Soldaten. Nicht mein Ding, weißt du? Es gibt keine Geister, es ist... Mit seinem Medium würde... Geister gibt's nicht. Geister? Das antworten. Es gibt hier Geister? Hey, Quatsch. Gibt's doch gar nicht. Tja, du weißt es, ich weiß es, aber wissen die Geister das auch? Wenn es keine Geister gibt, wie soll die Geister denn wissen, ob es Geister gibt? Ja, ist es gruselig, eklig und auch ein wenig verkommen, aber das sind nur ein paar tote Körper und ich bin mir sicher, sie bleiben tot. Ja, wir können ja gerne mal reingucken. Ja, wir können sagen, ich will keine Leichenschändung begehen. Nein, bitte nicht. Hey, der hier hat einen Namen. Was machen die eigentlich hier? Ich glaube für ewig. Brian Carter, US Army, 8647. Was immer. Wir sind tot und wir nicht und das soll auch so bleiben. Beeilst du dich bitte? Brian Carter, US Army, sei ruhig. 8647 2912. Ich glaube die Zahl ist ist die ID-Nummer der einzelnen Personen. Kennt man ja. Polizisten oder Security haben ja auch nur eine ID-Nummer. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Jetzt kann ich die noch angucken. Ernsthaft? Was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Handabdruck. Nein, ich hab doch gesagt, ich will keine Leichenschändung machen. Nein, ich mach keine Leichenschändung. Ach komm. Ja, da liegen zwei. Ach, das? Das war sowieso schon locker. Okay, Schluss mit den Knochen, Bruder. Erhält schon, soll das Menschen sein? Dann sieht man auch, dass es zwei Menschen ineinander liegen. Achso, falsche Schlösser. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so kann man eine Beziehung auch beenden. Ja. Weil wahrscheinlich das die Särge sind, die verschlossen sind, die nicht geöffnet werden sollen. Was ist los? Psst. Bevor ich aufmache, trinke ich mal einen genüsslichen Kaffee. Denn ich glaube, das ist die Stelle, die ich meinte. Aber da ist eine Tür. Keine Ahnung. Was ist? Da! Was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Können wir einfach hier weg? Okay. Können wir uns beeilen? Ich habe genug gesehen. Alles klar. Wir müssen flissen. Die Zeit wird knapp. Wow. Was macht denn so ein Geräusch? Welches? Ratten? Mäuse? Oh, warum so blitzeblank? Oh, Tote hier. Mist! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halt's nicht aus. Was geht? Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Ich glaube, der basiert auf Nemesis. So ist der Exist ein bisschen zu klein. So, gehen wir weiter hier. Ich würde sicherlich nachher die Hälfte übersehen haben. Komm
Hat ihm gerade nicht gesagt, Barney? Conny, wo zum Teufel bist du? Wo ist Conrad? Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny? Psst, psst, still. Ich schreie, wann ich will. Conny! Wo zur Hölle ist er hin? Jo, Schlaghammer. Hätte ich gern auch mal. Na, kommt jetzt wieder Onkel Doktor. 30. Minute. Sagen Sie Hallo zu Onkel Doktor. Oder doch nicht? Die Ladezeit ist lang. Wie überbringe ich die jetzt? Doktor machen. Noch kein Doktor, schade. Oh, Ratte. Komm, trampel drauf. Doch nicht. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sage ich dir? Fliss. Unterdeck. Werkstatt. Naja, ich gehe schon. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt! Es gibt nur einen Weg. Naja, dann nicht. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Also ich muss ja mal sagen, die Charaktermodelle, die sehen ja, ne, schon schick aus. Die sahen bei Until Dawn schon geil aus. Stopp. Ja, und gleich passiert was, pass auf. Pass auf. Pass auf, gleich ist er weg. Hey! Okay, komm raus! Zeig dich! Ah, sieht nur so aus. Ihr seid alle verflucht. Was haben wir noch? Achso, die Mütze. Wie gehört die denn? Sieh mal hier. NG Mädel. Kurs aktualisiert. Ups, geil. Ist mal schön, dass man hier Geheimnisse springt. Wie gesagt, 50 Geheimnisse gibt es insgesamt, willst du mich verarschen? Kurssichtungen. Antrag. Doch, Krankheit, die falsche mal. Geräusch. Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Und schon! Ernsthaft? Bitte, du musst das nicht tun. Himmel! Was denn? Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest.
Ich kann ihn wohl gutachten. Klopf, klopf. Wo sind all deine Freunde? Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Ein langer, schmaler Gang. Bitte nicht. Was war das? Da war eine kleine Kennerhand. Und das ist ein Bild. Geil. Muss ich mir gleich mal gucken. Ey! Ich will das Bild angucken, du Stück Scheiße! Scheiß Asiland. Entschuldigung für das Wort Asiland. Sackgasse! C'est quoi ce bordel? Was zum Teufel? Geil, Freiheit. Freiheit für die Kleine. Wo auch immer ihn an oder erschossen hat. Da schauen wir, kann ich mir jetzt das Bild angucken. Ja. Okay, hier kann ich nicht lang, das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurückgehen oder was? YouTube. Ich möchte gerne hier durch. Ich möchte mich gerne. Ich will nicht zurück. Nein, ich gehe nicht zurück. Naja. Aber gleich nochmal die Hand unten links. Diesmal nicht. Wieso bin ich denn nicht mal lang gegangen? Also, mein Popoloch ist angespannt. Kann ich durch? Okay, da muss ich mir was drücken. So, bevor wir jetzt aber da lang gehen, kann ich hier noch durch? Nein, okay. Also barfuß wird eh... Hallo? Also barfuß... Nur ich? Also barfuß würde ich hier nicht lang gehen wollen. In den ganzen Matsch, Rost, alten Schiff. Ich weiß jetzt schon, dass gleich was passiert. Ach, sind wir schon wieder hier. Stromausfall! Nicht gut aus. Komm ich hier runter? Achso, okay. Ja, da tust du dir wieder was. Ich weiß jetzt schon, dass hier was passieren wird. Ich geh erstmal zu dem Ding da hinten hin. Das ist eine Leiche. Wollen wir nicht weiter schon? Oh Mann! Was war hier los? Was haben wir hier? Ach hier, sind das hier nicht die zwei vom Anfang? Charles T. Paris 37, 84, 755, 6T, 42, 43, 0, Rex Paris 24, 53, Peace Boulevard, Boston, Massachusetts wahrscheinlich.
also Western Massachusetts, P. P, denke ich mal, P wäre für mich eigentlich Portland. Also wir sind schon in der 40. Minute. Brett! Okay, okay, komm schon. Reiß dich zusammen. Komm schon, komm schon. Und reinkommt gleich ein kräftigen Schädel, wa? Pass auf.